So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von Gemstone Legends. Wir haben ein neues Intro, beziehungsweise es gibt neue Beginner-Events und die will ich einmal ganz kurz vorstellen. Die laufen natürlich auch schon im Hintergrund so ein bisschen mit, das ist ganz praktisch. Da kann man zu dem, was ich erzähle, jetzt eben dann auch sich das Video in Dauerschleife dann immer mal wieder angucken und man erkennt es. So, wir sehen schon im Hintergrund, da läuft das erste Event mit Vigo. Aber wir gucken uns zuerst das auf der rechten Seite an. Ja, weil wenn man oder wenn du dieses Spiel spielen möchtest, weil dir das gefällt, was ich hier bisher da auf YouTube auch gezeigt habe und so weiter, dann kannst du das mit dem Link in der Beschreibung runterladen. Ja, das ist wichtig, weil dadurch unterstützt du zum einen mich und zum anderen bekommst du natürlich dann auch gute Startboni, die dir das dann ein bisschen alles vereinfachen, ja. Und zum einen, siehst du auf der rechten Seite, bekommst du einen epischen Helden und das ist Meralia, ein super Heiler, der dir sofort natürlich weiterhelfen wird. Zusätzlich 500.000 Münzen, 10 Mana-Tränke, 10 Heilungstränke und 300 Juwelen. Das ist praktisch die Ingame-Währung. Ja, und das musst du einfach nur machen, indem du dir das Spiel über den Link in der Beschreibung downloadest. Das kriegst du automatisch. Und dann sehen wir schon, da kommt wieder unser Vigo. Das ist nämlich das erste Event, was für die Anfänger dann kommt. Ja, weil man will ja denen natürlich am Anfang auch ein bisschen Starthilfe geben. Dementsprechend gibt es nicht nur den einen epischen Helden Meralia, sondern auch Vigo. Und den kann man nämlich dann, wenn man Goldrollen öffnet, dann in so kleinen Splittern bekommen, die zusammensetzen und dann hat man diesen Helden. Das ist Event Nummer 1. Event Nummer 2, man hat es gerade auch schon im Hintergrund gesehen, ist, man kann sich ein volles Set von 4 Sterne Rüstung zusammen erspielen, sozusagen. Ja, das ist dann mit dem Hauptattribut Defensive, gibt dir mehr Durchhaltevermögen für deinen Helden, kannst du die sogar direkt perfekt auch für Vigo nutzen oder für Meralia, sie ist eine Heilerin, ist eigentlich eine super Sache, die dann natürlich auch auf Def zu machen, ja. Und das dritte Event, das ist relativ praktisch, weil wir sehen es jetzt gerade im Hintergrund, für Vigo muss man Goldrollen öffnen. Das dritte Event, sehen wir gleich, wenn die Endlosschleife weiterläuft, ja. Das dritte Event ist nämlich so, dass man im Endeffekt mit den Goldrollen das erste Event direkt auch schon schaffen kann. Ja, das ist also im Endeffekt 2 in 1 sozusagen. Wenn wir es jetzt gleich nochmal sehen, ich warte nochmal eben ein paar Sekündchen ab, dann werden wir das auch sehen. Na komm. So, erhalte Schriftrollen, da. Ja? Verbessere ein Artefakt, verbessere 2 und so weiter, verbessere auf 15 und dann kriegt man die Goldrollen als Belohnung, da sehen wir sie. Ja, und da kann man im Endeffekt, wenn man diese Goldrollen öffnet, arbeitet man direkt schon das erste Event mit Vigo dann auch noch ab. Das ist auch noch eine super Sache. Die Events, damit man sich nicht wundert, wann diese Events stattfinden, wird praktisch das erste Event, die gehen alle 4 Tage, ja. Das erste Event wird direkt dann starten. Am nächsten Tag wird das zweite Event starten und das dritte Event wird dann am dritten Tag starten, sodass man im Endeffekt nach 6 Tagen alle Events durch hat. Ja, super Sache, direkt am Anfang wird Vollgas gegeben, damit man alles so schnell wie möglich hat und so schnell wie möglich dann halt auch nutzen kann. In den ersten 4 Tagen ist man aber, das kommt dazu, ist man von normalen oder von spezielleren Events, die für Anfänger noch ziemlich schwierig sind, erstmal noch befreit. Ja, also wenn es gibt Events, da muss man sehr viel farmen, die werden jetzt nicht noch zusätzlich in den ersten 4 Tagen kommen. Wenn es ein Event ist, wo es um einen neuen Helden geht, das wird auch für Neulinge verfügbar sein, aber ein bisschen schwierigere Events, die werden zumindest nicht in den ersten Tagen kommen, damit das nicht zu viel wird direkt am Start. Ja? Das vielleicht auch nochmal interessant, wie die Events aussehen. Das sehen wir halt, wie gesagt, in der Dauerschleife. Deswegen habe ich die Dauerschleife gemacht, ja, damit man sich das immer wieder mal vor Augen führen kann, aber im Endeffekt ganz einfach das Spiel downloaden und dann auch selber spielen. Und das war's auch schon. Wenn du dann das Spiel über den Link gedownloadet hast und sagst, jo, das gefällt mir, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen
in eine von meinen Allianzen beizutreten. Ja, wir haben eine, die Generation Zero, das ist eine Top-10-Allianz in dem Spiel. Wir haben die Creation Zero, die auch ganz gut dabei ist. Und wir haben die Ground Zero, das ist so für unsere Anfänger. Da wärst du natürlich dann perfekt drin und perfekt auch für gemacht, ja, um da Tipps und Tricks zu kriegen. Wir haben Line-Gruppen, wir haben alles möglich. Wir haben einen Discord-Channel und da gibt es massenweise an Infos und natürlich auch an Hilfestellung. Deswegen viel Spaß mit Gemstone Legends und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer von meinen Allianzen. Bis dahin alles Gute und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. So, Freunde, willkommen zum Krieg Generation Zero gegen In This Together. Das ist bei uns ein reiner Verteidigungskrieg, weil die generell stärker sind als wir. Ja, da versuchen wir zu verteidigen. Man sieht, es ist schwierig, aber wir geben unser Bestes. Und ich würde sagen, wir nehmen den jetzt hier zurück und schneiden da erstmal zumindest ein bisschen den Weg ab. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja, dann fange ich praktisch von hinten nach vorne an, sozusagen. Wir müssen mal gucken, Opfert, um meinen Verbündeten wiederzubeleben. Okay, Wiederbeleber. Sonst in erster Linie Heilung. Manche haben schon gesagt, die vermuten, dass die sehr viel dieses Vampirismus-Set gemacht haben, was Schaden in HP wieder umwandelt, was ganz, ganz schwer ist zu bespielen. Werden wir jetzt mal sehen. Ja, also ich würde hier eher... Ja, was nehmen wir da? Gelb und Lila? Schwierig, ne? Könnte jemanden nehmen, der den Spott hier wegmacht. Aber erstmal würde ich sagen, wir machen den. Ja, dann ist halt so die Sache. Ich würde mal sagen, wir nehmen, ja, den Marathon, den würde ich ja schon gerne bei Legendären machen. Vielleicht gehen wir tatsächlich, dass wir vielleicht, mit Blau weiß ich auch nicht. Also, wen ich mitnehmen würde, ist Osanka schon mal als Wiederbeleberin. Ja gut, wir haben halt in erster Linie Blau und so, ne? Es sind viele Supporter. Das heißt, wir machen das. Wir spielen das so, denke ich. Oder mit ihm. Erhöht den Speed, erhöht kritische Rate, erhöht P, erhöht Angriff. Machen wir eher den Speed von allen Leuten. So, Waffen sind wieder richtig. Und Speed um 13, hier ist auch Speed um 13. Ich bin gespannt. Es ist ja keiner, der richtig krassen aktiven Damage macht, so, ne? Werden mal sehen, was da so bei rumkommt. Mal sehen. So, wer ist am schwierigsten? Die haben schon beide Schutzschild, dann würde ich da gar nicht drauf gehen. Er belebt halt wieder. Eigentlich muss er als erstes weg, ne? Deswegen würde ich eigentlich erstmal gucken wollen. Ich würde das so machen, so. Dass ich erstmal ein bisschen an meine Blauen komme. Ey, eigentlich solltest du da drauf gehen. Kommt davon. Ja, er kriegt natürlich Monster-Combo. Okay, von mir aus. So, ich brauche auch Monster-Combo. Die sind jetzt zweimal hintereinander dran. Mal gucken. Er ist betäubt. Gut, also sind sie nur einmal dran. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Machen wir das mal. So. Und so. Betäubt. Ist okay. Ist okay. Alles erstmal noch gut. So, jetzt sind wir zweimal dran. Das so, so. Ich brauche halt Blau als Damage. Da das erstmal ein bisschen runter. Ich könnte jetzt mal gucken, ob wir hiermit genug Damage machen, um ihn wegzukriegen. Das sieht eigentlich... Ja, dann kriegen wir ihn weg. Dann machen wir das so. Dann kümmern wir uns jetzt um die, die als einzige Damage machen kann. Die ist auch sehr auf Angriff dann getrimmt anscheinend, ne? Also nicht viel Damage. Das war stark.
Ah, reicht noch nicht. Okay, dann müssen wir da einmal jetzt nachhelfen. Dann, ach so, sie steht ja wieder auf. Okay. Da ist sie wieder. Yippie-yay. Nicht schlimm. Einmal weg ist, kommt aber kein zweites Mal wieder. Ne, das ist der Vorteil. Also müssen wir jetzt auf ihn gehen. Okay, von mir aus. Gehen wir auf ihn. Dann haben wir den gelben weggespielt. Irgendwie kommt mein Drache erst immer zu spät zum Einsatz, habe ich das Gefühl. Ist immer eine Runde zu spät da. Das habe ich ja irgendwie öfters. So. Nehmen wir hier noch lila weg. So. Ja, Drache ist wieder nicht am Start. Sollen sie ruhig draufgehen. Wir haben Osanka. Das ist jetzt nur noch in die Länge ziehen eigentlich, ne? Weil gewinnen kann er es nicht mehr. So, zack. Zack. War noch gar nicht in der Position, irgendwie uns hier so in Bedrängnis zu bringen, ne? Weil ich komme halt auch noch nicht so wirklich hier aus dem Quark. Er nimmt mir jetzt wieder die Blauen weg. So. Ja. Komm wieder jetzt. Ah, er spielt doch nicht lila. Ja doch, er kriegt lila, aber er kann doch nicht heilen. Das ist gut. Sie ist wieder voll, ne? Aber das macht nichts. Jetzt kommen wir hier so langsam. Jetzt werden wir Progress zeigen. Oh, er ist weg. Ciao. Dann kümmern wir uns jetzt um sie, weil wenn sie weg ist, dann bleibt sie auch weg. So. Machen wir es so. Okay, und jetzt Feuer frei auf Nika. Das lassen wir jetzt im Autoplay laufen. Wir haben die Arbeit getan. Der Autoplay darf jetzt beenden. Aber ist jetzt sinnvoller gewesen, erst den Drachen zu machen, ne? Damit er das Zauberschild da wegmacht, damit dann Myras Verwundbarkeit und Defense Down sich durchsetzt. Aber in dem Fall, jetzt wo es mehr Angriff geht noch, also wegen der Zeit, das ist okay. So, haben wir da mal ein bisschen aufgeräumt. Setze jetzt einfach starke Teams rein. Guck so ein bisschen auf die Teamstärke. Auch wenn die nicht aussagekräftig ist, ne? Weil 0 zu 10, das ist vielleicht keine gute Basis, um dann so ein Team zu machen. 0 zu 4. Aber der schreckt hier ein bisschen ab vielleicht. So. 7. Ja, komm hier. 4 zu 12 ist auch nicht gerade die beste Statistik, aber haben wir das zurückerobert. Dann gehen wir jetzt nach hier vorne. So, hier wird's interessant. Keine Wiederbeleber drin, außer hier. Hier ist eine. Würde ich sagen, nehmen wir uns das Team hier. Da hier können wir natürlich auch. Wenn das natürlich auf Speed ist, ist es ein bisschen tricky. Wir können aber hier jemanden mitnehmen, der uns von Anfang an Immunität gibt. Solche Leute haben wir ja. Da würde ich jetzt zum Beispiel. Wird allen Verbündeten zu Beginn der Welle Immunität für 3 Züge.
Dann nehmen wir Nadja mit. Wir nehmen Sarkon mit. Nehmen selber auch eine Nefre mit. Ne, oder weißt du was? Wir nehmen Leopold mit und Gladiosa. Ach so, nee, da ist ein Dingens. Puma. Wobei ich kann natürlich auch Frau Klaus mitnehmen. Erhöht den ACC-Wert aller Roten. Ja, ich habe keine Roten, die jetzt ACC machen. Also ich spiel ihn mit Gewinn. Vielleicht spiele ich es auch. Jetzt habe ich keinen, der von Anfang an Immunität macht. Na, also irgendeinen brauche ich da schon, der Immunität macht. Ja, dann machen wir es so. Erhöht den Def-Wert in den Klüften, Arena, Klüfte. Ach, das ist alles. Ah. Das passt nicht. Nee, passt nicht. Das passt einfach nicht. Muss mir was anderes überlegen. Nehmen wir. Ich würde ihn aber doch gerne schon nehmen. Muss er halt irgendwas überlegen. Was kann ich denn da machen? Also ich brauche jemanden, der das entfernt, weil sonst diese ganzen neuen Züge oder was der da hat, das dauert zu lange. Das heißt, ich brauche jemanden da drin, erstmal der Immunität gibt, wenn das hier alles auf Speed ist. Ne? Also brauche ich entweder Dobrinka oder Nadja. Würde ich Nadja nehmen. So, dann brauche ich jemanden, der das entfernt. Das ist Frau Klaus, Gwyn. Oder, wen wir natürlich auch nehmen können, ist ihn hier. Er hat aber noch nicht die perfekten Schuhe. Er ist also noch. Würde ich in so einen Kampf eigentlich eher ungern rein. Ja, weißt du was, dann machen wir das aber ohne, dann haben wir halt keine Leaderfähigkeit, dann ist das halt so. Dann scheiß drauf. Arena in der Arena, ach, das ist alles Murks. Hier werden auch wieder noch Speed erhöht. Okay, wir müssen es aushalten. Vielleicht halten wir es aus. Mal gucken. Okay, sind nur drei dran. Okay. Gut, die haben wahrscheinlich auch keine Falle gelegt, weil das ein eroberter Turm von uns ist. Vielleicht haben die die Fallen halt bei sich auf ihren Seiten halt gestellt. Okay, gut. So, dann lass mal überlegen. Wenn wir sie, ja, sie hat den geteilten Schaden noch, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie rauskriegen aus ihr. Aber erstmal Sarkon an. So. Okay. So, jetzt sind die mehrmals hin, jetzt sind die ganz oft dran. Jetzt gucken wir mal. Nur einmal. Schwierig. Wie macht das denn trotzdem an Damage? Zu wenig? Wir kriegen, ja, Akuma kriegen wir down. Das bringt uns aber erstmal noch nichts. Ich heb mir das erstmal noch auf. Oder beziehungsweise hier kann ich ja schon mal heilen. So.
Hat's auch nicht weggenommen. Ja? Gesehen? Hat nicht weggenommen. Ja, sie ist aber so gut wie down jetzt. Wir haben natürlich auch die richtige Arschkarte. Muss halt dringend heilen. Dringend. Hab nur nichts zum Heilen. Okay, gucken wir mal, dass wir ihn hier loswerden. Okay, so, auch gut. Also wir killen jetzt ihn. Da ist er. Geh noch einmal auf ihn. So. Er stirbt. Mach hier Gladiosa hin. Damit killen wir ihn jetzt. Dann sind wir wieder dran und können heilen. So, ciao. Okay. Ja, das hebe ich mir auf. Ich kann keinen Effekt mehr setzen. Mal gucken, dass wir ihm jetzt ein bisschen die Steine wegnehmen. Ist schwerer gesagt als getan. Ne? Also leichter gesagt als getan. Weil man macht sich halt wieder die Effekte dahin. Egal, ich gebe ihm trotzdem noch zweimal Gift dazu. Kümmere ich mich darum, seine Steine wegzumachen. So, Gift wirkt auch wieder ein bisschen. Sehr gut. Wenn ich Glück habe, hält sie das auch aus. Bein gehabt. Aber ich vermute mal, dass 1-1 hätten wir auch geschafft. Dann machen wir das so. Das Gift killt ihn jetzt, ne? Okay. So. Take it. ja, die haben sich die halt irgendwie beschriftet, ne? Also irgendwas ist mit denen, irgendeine Bewandtnis haben, die Notizen für die selber jetzt so, damit sie wissen, okay, das Team kann das und das. So, hier können wir ruhig mit Rot reingehen. Schwerpunkt Rot. Die ist auch Leader. Am besten brauche ich eigentlich jemanden, der direkt heilt. Und wiederholen kann. So, ACC-Wert aller Roten wird erhöht. Ja, damit das Feuer sich setzt, ne? Oder? HP aller... Ja, ist das mal. Nehmen wir mal nix. Speed wird auch wieder erhöht. Ah, ich habe kein Schutzschild gegen den. Brauche ich das? Ich schaffe das ohne, glaube ich. Aber ich schaffe das ohne. Oh. Okay. Schnell sind die jetzt nicht. Dann gucken wir erstmal, was wir hier so alleine ausrichten können.
Also alleine meine ich, ohne Waffen erstmal. Sieht schon mal gut aus. Okay. Das, das. Guck mal. Ich guck mal hier bei Strybok vorbei. Ah, weißt du was? Dann gehen wir damit auf Strybok. Das sollte ihn. Ja. Okay, sehr gut. Ich bring mal hier die Roten zu. Ja, achso, gut. Sie ist dran, alles klar. Und dann holt sie sich die Roten, natürlich. Machen wir das so, so und so. Den Nefra einmal wieder an. Zack, zack. Das. Und jetzt müsste ich mal gucken. So, die Roten wollte ich zusammen haben. War das noch mit dem Blauen zusammen? Weil jetzt kann ich nämlich mit ihr positiven Sachen da ein bisschen wegmachen. Gehe hier drauf. Oder so. 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 Ich habe ja nur das Katapult. Das können wir jetzt eigentlich gleich auch mal feuern. Ja, jetzt können wir es auch auf Autoplay laufen lassen. Das sollte jetzt eigentlich durch sein. Er hat halt noch zwei Züge betäuben, ne? Also da passiert jetzt nicht mehr wirklich was. Wenn sie dran ist, dann kriegt sie jetzt noch den Feuerschaden, also. Ja, den Feuerschaden ist jetzt da. Okay. Gut. Einmal ganz kurz gucken. Oh, 13 zu 2. Die Nula ist schon gefährlich, ja. Dem Einschlafen. Ja, das sind natürlich jetzt starke Teams hier, ja. Also, da muss man echt mal gucken. Ja, die 4 wird lustig, das stimmt. Gehen wir mal rein, gucken wir uns das mal an. Leopold rauskriegen, haben wir im Endeffekt nur die beiden Roten da, nur noch. Ja. Darauf liegt die Betonung, nur noch. Ihn mal mit. Kritische Rate, HP aller Blauen oder Speed? Was hat denn der Gegner? Er hat auch Speed, ja, dann kontern wir das, in Anführungsstrichen kontern auch mit Speed. Nehmen wieder unsere Waffen mit, wir haben den Heilblockierdrachen. Ja, wir müssen halt, wenn wir Leopold rauskriegen, dann kann es unter Umständen gut sein. Da müssen wir aufpassen mit dem Einfrieren und sowas alles. Wird schwierig, aber wir gucken. Oh, ich bin sogar zuerst dran. Das ermöglicht natürlich ein bisschen was. Gucken wir erstmal, ob wir hier jemanden betäuben können. Strybok. Okay, dann sind die gleich nur einmal dran. Mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Den kriegen wir dann, so wie es aussieht, direkt weg. Sehr gut. So, du bist blockiert. Dann ist sie das nächste Ziel. Wir spielen was weg. Gucken, dass wir unsere ein bisschen laden und dann schauen wir mal. Den Klaus will ich nicht zuerst machen, weil sobald ein toter Klaus da ist, wird sie schneller. Das will ich erstmal verhindern. Deswegen will ich sie zuerst raushauen. So ist zumindest der Plan.
Hauen wir das mal direkt auch noch hinterher. Okay, wunderbar. So, das geht dahin. Machen wir das so. Das ist vielleicht sogar besser. Die roten nehme ich auch mal weg, obwohl ich hier ein lila Match gehabt hätte. Ja, Safety first. In dem Fall. So, wir sind eine Runde eingefroren. Ist nicht dramatisch schlimm, weil wir sind jetzt wieder dran. So, Aurora. Zack, zack, zack. Sehr gut. Jetzt können wir uns um ihn kümmern. Das war schöner Damage. Okay, mit ihm müssen wir jetzt einmal einstecken, aber das sollten wir hinkriegen. Wenn er das aushält, wäre das cool. Achso, war nur Strybok. Ja gut. So, so, so. Okay, jetzt können wir auf Auto wieder durchlaufen lassen. Ich habe mir halt jetzt extra kein Nefre-Leopold-Team genommen, weil ich tatsächlich nicht davon überzeugt bin, dass ich das packe. ...15.000, kritisch. Arthur ist gut. Arthus. Arthur. Ja, Arthur. Von mir aus Arthur. Okay, schön. Black ist immer noch dran. Und, ah nee, er hatte ihn hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Black. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Belebt ein Verbündeten mit 6.000 Lebenspunkten wieder. Fügt Schaden zu. Ja, da müssen wir die beiden raushauen, ne? Er macht Stille. Stille ist undankbar. Boimir macht den Damage. Ich müsste erstmal gucken, was ich noch an seltenen habe. Ja, ich bin eher mehr jetzt so auf... Jawohl, hier habe ich noch ein grünes Team. Haben wir vielleicht irgendwo schwerpunktmäßig blau? Nee, haben wir nicht. Schwerpunkt. Wenn ich grün spiele, gegen grün. Ah. Hier ist halt nur ein... Das ist auch ein Wiederbeleber, ne? Gut, aber wenn ich jetzt theoretisch sie wegkriege, er opfert dann. Dann kann ich ihn killen und sie killen. Hier ist gar kein Wiederbeleber drin. Aber da kann ich nicht mit grün reingehen. Da sind zwei rote. Das wäre selten doof. Und ich habe keine blauen mehr. Also wenn ich mit grün angehe, dann bleibt er oder er. Hier ist kein Wiederbeleber drin. Weißt du das? Dann gehen wir jetzt drauf. Der fährt wieder erhöht, das ist gut. Warte mal, was macht sie? Macht sie ja gar keine, okay. Kann nicht. Chance vertan. So. Erhöht die HP, ah, okay. Ja, wir gucken mal. Gucken mal. Okay, ich würde gerne als erstes Goimir tatsächlich raus haben, weil Goimir ist der, der richtig viel Angriff macht und richtig scheiße ist. So, jetzt bin ich erstmal ganz lange dran. Deswegen gucken wir, dass wir den nächsten Hitter hier rausnehmen. Brauche ich noch nicht. Heilung brauche ich noch nicht. Machen wir es mal so. Warte, er ist eigentlich... Ich habe nur keinen Defense Down im Moment. So. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie ein... Ja, da wäre der Defense Down. Warte mal, vielleicht können wir die hier blockieren. Einen haben wir blockiert.
Okay, wir sprechen uns noch. Und die halt auf Marten gehen, ne? Anders geht's nicht. Weiter geht's auf Marten. War das so und so? Okay, ja, gucken wir mal, wie wir jetzt hier vorankommen. Ach, er ist wieder voll. Okay, also müssen wir dann wieder auf ihn gehen. Ja, das war scheiße. Ah, das war kacke. Kann ich nicht gutheißen. Ich krieg halt, das ist halt der Mist. Ja, wo, aber wo kam jetzt gerade das Special her? Das Special habe ich gar nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil jetzt wird's schwierig. Weil ich kann die ganze Zeit die scheiß Heilung nicht blockieren. Ich komme halt da irgendwie nicht ran. Haben sie normaler Drosselung, ja, immerhin. Die heilen sich halt alle gegenseitig hoch, ja, das ist halt extrem. Ich hätte, ja, ich habe ja Heilungen blockieren, aber durch dieses fucking Mana-Schild, Zauberschild da, komme ich halt da irgendwie nie dran. Das ist also extrem schwierig. Ja, jetzt ist er. Ach, jetzt ist er wieder da. Aber auch. Sehr, sehr nervig, ne? Ach, er ist immer zu spät. Jedes Mal ist er zu spät. Und jedes Mal bringt es mir dann wieder nichts. Komm nicht durch. Komm einfach ums Verrecken nicht durch. Jetzt ist da wieder Mana Shield. Ich komme nicht durch. Ich kann da machen, was ich will. Ich komme da nicht durch. Ja. Guck dir diese Combo an. Guck dir diese Combo an. Was soll ich denn da noch gegen machen? So. Ding ist, er ist halt weg. Ja.
Jetzt habe ich keine Chance mehr. Das ist jetzt zwei Heiler gegen eine von mir und guck mal, wie oft die hintereinander dran sind. Ach, das ist schon wieder scheiße gewesen. Das ist wieder sowas, wo ich sage, boah, muss das sein? Muss das unbedingt so sein? Es war halt immer ein richtig gastiges Scheiß-Timing. Ja, jedes Mal, ich konnte einfach nicht diese Heilung blockieren. Es ging einfach nicht. Aber das ist halt extrem nervig, extrem nervig. Ja, scheiß drauf. Ich habe eh keine epischen mehr. Also von daher. Gucken wir jetzt mal hier. Extrem nerviger Kandidat, ja. Wir haben noch Leaderfähigkeit, Mensch. So, gucken wir mal. Vielleicht läuft das. Muss auf Inula aufpassen, ne? Inula ist sehr gefährlich. Die will ich jetzt auch eigentlich gerne direkt einmal weghauen. Danach kümmere ich mich jetzt um sie hier. Sie macht auch Damage. Ich brauche Warfass, ja. Wenn ich Warfass habe, kann ich sie da komplett rausnehmen. Also sie ist nicht betäubt, die anderen beiden. Sie wird wahrscheinlich direkt auf ihn gehen und ihn rausnehmen. Bin ich irgendwie fest von überzeugt. Habe ich so im Gefühl. Er hat's gesagt. Natürlich. Ja, du kannst jetzt nicht mehr heilen, weil keiner da ist zum Heilen. Das ist auch stark. Ja. Ich hab's ja geahnt, ne? Ich hab's ja kommen sehen. Jetzt haben wir im Endeffekt hier Grün gegen Grün, ne? Welches Grün ist stärker? Wir müssen auf den Spotter gehen, das heißt, meinen Heiler lassen sie in Ruhe. Aber der haut halt auch teilweise echt mal komische Kombos daraus, ne? Vielleicht sollte ich das auch mal auf Autoplay laufen lassen. Vielleicht macht er dann auch mal geile Moves bei mir. Ist noch Spott drauf, das ist gut. Also eigentlich darf ich es nicht verlieren, eigentlich nicht. Das ist halt jetzt reiner... Okay, das war echt scheiße, aber die Kombo war gut. Diesen Kack-Move hätte ich zum Beispiel gerade nicht gemacht. Also von daher sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Ich mache halt die Autoplays meistens dann nur, wenn ich weiß, dass ich gewonnen habe, ne? Sonst könnte man es machen, aber dann geht ja der Spielspaß flöten. Ja, aber was war das wieder für eine Combo? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, er hat null Chance. Er hat einfach null Chance, aber trotzdem, vom Prinzip her.
Okay. Ja, schade um Warfass, aber gut. Okay, wir sind durch, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird eine Niederlage werden, ja, da bin ich fest von überzeugt. Das war uns allen vorher klar. Aber wir gucken halt einfach, dass wir es einigermaßen erträglich gestalten, sozusagen. Ja. Gut, und es ist natürlich auch immer schön, wenn wir mal einmal ganz kurz gucken. Die sind auf Platz 6, wir sind auf 8. Weil da sieht man schon den Punkte. Rückstand, ne? Es ist so ein bisschen, ja, Lernen, ja, sagen wir es mal so. Es ist Lernen. Und ja, mal gucken. Man lernt, wenn man gegen Stärkere spielt. Vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, die weiter zu nerven. Aber da müssen wir natürlich alle. Man sieht es, ja, viele haben Inuhla und so weiter und so fort. Also es ist eine super Heldin mit dem Einschlafen. Man muss es halt in der Breite, man muss halt viele Teams oder jeder müsste dann die paar Helden dann da gelevelt haben, ne, damit das halt extrem nervig ist. Ist halt immer schwierig, das auch zu koordinieren, aber man müsste es mal. Wir werden das ansprechen, sagen wir so. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.